Es ist ja nicht so, dass wir nicht gesagt hätten, lass uns die Tour schon im Sommer machen. Nein. Wir gehen gerne im Herbst raus. Und die Frauen sehen immer ganz süß aus, wenn die ihre Knee-Boots anhaben und ihre dicken Schals. Das guckt man sich auch ganz gern an. Keine Ahnung, was Digger da gerade erzählt, aber es stimmt. Es stimmt wahrscheinlich. Ah, es ist dumm. Digga, das ist ein riesen Film, ist fein. Wir bauen hier gerade auf, oder? Ja, und, sind aufgebaut gerade. Würde er am liebsten, sobald er einen Film sieht, aus dem Bus springen, aus dem fahrenden Bus. Ja. Einfach nur. Ja, nee, Digga, das machen wir jetzt nicht. Digga, oh, die große Geisterbahn mit Schattenfiguren ist das. Das machen wir jetzt nicht. Erzähl mal jetzt, was wir jetzt noch machen. Hier, da ist der Kameramann. Achterbahn. Digga! Hallo. Naja, also wie gesagt, ja. Wir haben zwei Achterbahnen. Zwei Achterbahnen. Aber das ist auch, das geht auch irgendwann wieder weg. Also wenn wir dann irgendwie uns, oder wenn er sich beruhigt hat, dann kann er sich auch wieder dem eigentlichen Geschehen widmen. Ja, schön. Digga, ne? Jetzt ist vorbei. Jetzt erzähl doch mal, jetzt ist vorbei, ne? Jetzt erzähl doch mal, was machen wir denn jetzt? Wir fahren jetzt zu einem Radiosender, was sich auch ganz gut anbietet. Und haben da ein Interview und werden eine Weihnachtsversion von Last Christmas gleich. Eine Weihnachtsversion von Last Christmas. ganz stark. Ich meinte eine Rock'n'Roll-Version. Ja. Eine also nachdem er so einen Kirmes gesehen hat, ist es noch ein bisschen, da ist er noch ein bisschen komisch so. Bum, 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 last Christmas, I give you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to you. Ja, hi, ich bin Sam und ich bringe so ein bisschen den Elvis-Vibe mit in die ganze Geschichte hier. Bist du Sänger, Sam? Ja, ich habe mich hier heute als Sänger vorgestellt. Aber ich bin doch auch Sänger. Ja, dann sag doch mal. Ja, ich bin nämlich Digger. Ich bin auch Sänger bei den Baseballs. Ja, verrückt. Da sind wir schon zwei und... Das gibt's doch nicht. Ich singe auch. Nein, Basti. Nee. Singst du auch oder was? Ja. Verstehe, was singst du so? So die hohen Sachen immer. Also ich bin ja mehr so der Rocker. Ich bin ja mehr so der Jürgen Dreves von uns. Cool. Das ist teilweise tatsächlich so, dass wir bei Konzerten drei Generationen vor der Bühne haben. Da steht dann die 10-jährige Tochter mit der knackigen 35-jährigen Mutter und der 60-jährigen Oma. Und alle feiern zu dritt zu der Musik. Und das ist natürlich super zu sehen. Okay. Wenn ihr jetzt Stücke covert, nach welchen Kriterien wählt ihr die aus? Ja, es ist schon so, dass so ein paar Eckdaten schon stimmen müssen. Also es ist auch wirklich so, wir können gar nicht mehr normal Radio hören. Wir fahren durch die Gegend und das kann teilweise für die Beifahrer sehr belastend werden. Wir hören einen Song und überlegen uns sofort, kann der funktionieren? Das ist ein spezielles Klopfzeichen, das ist an die Handkuh. Das ist das Radio-Klopfzeichen. Siehst du? Klar, es funktioniert. Ja, hier, also, er rockt gleich ab hier. Moin! Hi! Du hast mal, ne? Lass klar! Nee. So. Hi, wir sind The Baseballs. Und ihr hört unsere Rock'n'Roll-Version von Last Christmas. A boom, 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 boom. Last Christmas, I give you my heart. The very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I give you my heart. The very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Tschüss. So, die Nächsten können dann jetzt... So, wir kommen jetzt gerade aus einem Radiosender heraus. Das nennt man noch Ausstrahlung. Ja, ich weiß nicht, wie es heute entspannter wird. Also es wird ja, ist übrigens so, dass ja 4 Glocken, das kann ich dir schon mal sagen, falls es in die Richtung die Frage geht. Bei... Schöne Kamerafahrt. Zugleich habe ich prominente Unterstützung hier bei mir im Studio. Wir haben eine kleine Überraschung geplant. Für unsere Kinder.
when it's around, it's black and it's white. We might be break up, bar. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. Bisschen modern sind wir auch unterwegs. Muss auch sein. Wir machen jetzt Soundcheck, das bedeutet, wir kriegen unsere In-Ear-Systeme ins Ohr gepoppt und singen erstmal jetzt eine Runde, um zu sehen, ob das hier mit dem Raum alles hier so ohne Probleme abläuft. Parallel wird immer noch im Internet gearbeitet, damit die Leute auf dem Laufenden gehalten werden. Ne? Wir haben nämlich keine Zeit, da muss man jede Minute nutzen. Ja, das machen alle mit. Auch da vorne, Franz. Hamburg, was sagst du? Hier geht's jetzt rein. 17:30 live, Sat 1, Norddeutschland. Das ist eine Dingersteuerung, oder? Das ist eine, ja, warte mal. Programm 1. Ah, es ist langweilig. Ich mach mal einen Kanal hoch. 3. Jetzt alle gleichzeitig. Tolle muss wieder perfekt sitzen. Ein Satz, den wir sehr oft von Fans gehört haben. It's got to be perfect. Es wird mir die Welle weggestrichelt. Sam ist der Einzige, der noch in meine Haare darf. Das ehrt mich sehr. Ja. You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta prove it. You gotta mean what you say. You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta do it. Da geht das, ne? Rein ins Studio, einmal performt und zack, gleich geht's wieder in die Location. Also ich mag den Stil auf jeden Fall ziemlich gerne. Deshalb sind wir heute Abend hier. Grundsätzlich leben wir beide auch mehr oder weniger das Thema, was sie halt präsentieren oder verkörpern. Die samtige Dahinschmelzstimme und so. Das hat ja auch Sam. Das finden wir sehr schön. Einfach mal neues Blut, weil die sind ja noch recht jung. Ja, locker flockig, 20 Jahre. Jünger wie wir, ne? So ist es. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Gute Laune. Ja. Und tanzbar. Schön tanzbar. Ja. Und schöne Männer, die singen. Ich hätte gern zu dieser Zeit gelebt. Schöne, geile Autos und die Frisuren und alles. Ja. Ich erwarte eigentlich ein paar coole Typen, die das ordentlich machen. Vielen Dank, Hamburg! Ja, super Musik, danke. Geh ich wieder hin, immer wieder. Also viel gedanced, also viel habe ich schon lange wieder mal gemacht. Live besser als CD. Richtig. Ich weiß nicht, wie lange wir gerockt haben, aber ich bin völlig fertig. Wir haben eine Mörderstimmung gemacht, das war der Hammer. Bring dein zweites Album raus, wir kaufen es. Ja. 100 Pro. Und die selbstgeschriebenen Songs sind auch derbe. Wir wollen auf jeden Fall einen von euch heiraten. Ja, auf jeden bitte. Fall. Bei so einer Musik gehe ich auch noch mit 80. Ja. Ist ja gar nicht mehr so lang hin. Das Musikbusiness ist hart. Lasst euch nicht verbiegen. Bleibt so, wie ihr seid. Und ja, lebt das einfach so. Dann passt das schon. Ja.